Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ass Reiter und wir sind in einem Vorgestellt. Und zwar heißt das Spiel Territory. Es geht um Tiere, die man beeinflussen kann, wie die weiterwachsen, wie die sich fortpflanzen etc. Und ja, das war der Jakob, ich glaube unter Extras, Jakob Mahler war das, der mir, glaube ich, das Spiel zur Verfügung gestellt hat. Recht herzlichen Dank dafür. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir gucken mal noch in den Settings vielleicht rein. Pause, Game ist Leertaste, Show Help, F1, Quick Save, Quick Load, Show Ecosystem Overview. Das ist F2, alles mit F-Tasten, okay. Highlight Tile on Cursor Position, Show Detailed Information, Move Map Up Alternative, okay. Mit Pfeiltasten kann ich arbeiten, das ist schon mal gut für mich. Oder auch mit WASD, unser Simotrans-Problem lässt grüßen. Sieht eigentlich erstmal alles gut aus. General Sound, okay. Music habe ich noch keine gehört, bis auf eine Kuh, die eben geschrien hat. Aber sonst war es nix. Würde ich jetzt erstmal alles so lassen. Und dann Load Game haben wir nicht. Ich habe noch nicht reingeschaut. Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir da mal rein. Ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken. Settings hatten wir, glaube ich, ne? New Game. Okay, da geht's mit Karten weiter. I am Rabbit, stronger than you, grow, hunt them down, think big random. Medium, easy. Okay, wir machen mal I'm a Rabbit. Na, okay, das Spiel ist noch nicht raus, glaube ich. Das ist noch in der Entwicklung und hier fehlen uns einige Dinge. Da kann man bestimmt noch um Schwierigkeitsgrad und sowas einstellen, aber das geht hier wohl gerade nicht. Das heißt, wir starten mal die Karte. Da steht leider auch einmal Rabbit und ich kann auch nichts hier sehen, was da ist. Rabbit emerged in Ecosystem. Okay. Rabbit, welcome on the first map. I'm happy to meet you. Hedgehog, I am happy to meet you as well. I live nearby and we can be friends. Bat, and we can be friends as well. Rabbit, maybe and maybe not. Okay, jetzt sind wir hier. Haben 7 Häschen. Unsere DNA 270 jetzt gerade. 5 Tage ist das Spiel alt. Okay, Geschwindigkeit kann man hier wahrscheinlich ändern. Und Den and its territory. Animals are born in dens and live in the area around the dens, called territory. Shape of territory can be changed by buttons in right panel. You can see highlighted tiles with food that animal can eat. Animals are moving and eating only inside the territory if they don't perform special actions like migration or immunization. Okay, hier unten kann man weiterlesen. Close. Das Spiel ist in Pause, das ist schon mal gut. Hier sind Werte. Hier gibt's Details. Invade, Protect, okay. Mutation Points. Das sind die Sterne wahrscheinlich da drüber oder was? Die haben wahrscheinlich über den Anzahl. Ah ne, hier, das sind sie. Das sind hier unten 282. Mutation Points are generated each day. In default settings it is calculated as a sum of stars from all your dens plus 4. Dens are producing stars based on its population density. The higher density is, the more stars are produced. Large animals can produce more stars than small ones. Okay, wir haben jetzt small ones wahrscheinlich. Deswegen kriegen wir da nicht so viel oder so. Hier sind keine Sterne drauf, haben wir nichts. Hat der Bat aber auch nicht. Kann man eine Karte verschieben? Ja, kann man. Der Hedgehog hat es auch nicht. Gut, next. Animal diet and actions. Diet and actions. Dense Green shows you who consumes food in dense territory. You can eat food with green background. You can eat other food once you have required genus. Animals can do several types of actions. High percentage of random movements indicates that animals often don't see food or are too slow. Okay, auf den, ja. Jetzt habe ich da drauf geklickt und sehe die Details, aber aha, hier gibt's ein Ökosystem. Okay, Game Menü. Achso, ich glaube, ich habe jetzt hier gar nicht auf diesen Button geklickt, sondern im Hintergrund und dann war das. Karte kann ich leider nicht verschieben.
Next, once your population density is high and animals start to die on diseases, it seems to be a good time to migrate to new territories. Migrations cost you mutation points. The more dense animals has, the more expensive migration is. Okay. 600 brauchen wir da irgendwie, steht da, und dann können wir irgendwie da Leute, ja, sich ausbreiten lassen, würde ich sagen. Attack Invasion. You can attack other species then only if you have the same size and at least one food in common. Once you have many warriors and identify species that are eating your food in your territory, it seems to be a good time to attack. Invasion starts once you select target then. You can cancel the action by escape or right click. Invade. Das war hier eben angezeigt. Attack protection. You can attack other species in your territory that you have the same size and at least one food in common. Special genius enables you to attack also smaller or bigger species or to attack species without sharing the food. Okay. Defense 8. You are defending once other species launch invasion or protection. Animals are always fighting one on one evaluation relating their individual properties. Okay. Animals eat food from various food sources like grass or leaves. What food can animal eat depends on its genes. When animals don't have enough food, they are starving and can die. Animals grow in time. Only adult animals can mate. Okay. Kind. Ja. Erwachsener. Senior. Animal actions. There are 5 different actions that animals can do. Animals usually spend significant amount of time by eating to food. Animals are moving randomly once they don't see any food. If this percentage is high, you should improve your sight or add more food you can eat. You can find more in the tooltips on the detailed screen. Okay, gibt's auch ein Ende. Starved to death, died by old age. There are 6 different causes of death. Animals start dying on diseases on their... Okay, alles klar. Die sterben halt auf unseren Ursachen. Genes are divided into 6 categories. Okay, 6 verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten gibt's da. Gene, consume specialized amount of points in the category. You can... Ah, man kann die selber austauschen wahrscheinlich. You have a mutation point to create. Ja, man kann dann auch das Maximum machen und dann ist Feierabend. 3 von 4 sieht man ja hier. Animal Attributes. Animals have 20 different attributes like attack speed. Or, okay, da gibt es ja, RPG-Werte. Ne? Attack. Keine Ahnung, ob das Speed ist. Animals have 20 different attributes like attack speed or optimal population. Okay. Keine Ahnung, welche was ist. Vielleicht ist es woanders erklärt. Und damit ist das durch. Und wir können Close machen. So, jetzt wissen wir aber nicht, was wir hier machen müssen. Ne? Das ist unser Dance. Jetzt essen die hier wahrscheinlich. Und der ist da auch. Geht aber woanders hin, weil er da nicht essen kann, oder? Die beiden gehen suchen an dieser Stelle. Ich glaube, auf einer halben Speed können wir auf jeden Fall gehen, sonst ist es zu langsam. Ja. Der geht schon hier raus. Was könnten wir jetzt tun? Wir müssen erstmal hier kriegen wir schon mal Zuwachs. Das ist ja schon mal gut. Sind schon 12 sogar da. Kann man irgendwo erkennen, wie alt die sind? Wahrscheinlich nicht. Basic Control. Select Game on. Checks by Left Click Move on. Ah, die nächste Erklärung. Das ist wohl, wie man das Spiel spielt dann. Ja, mit welchen Tastenbelegungen. Cancel any action by pressing Escape or by Right Click. Okay. Can find a lot of useful information in tooltips and I can check game speed in left bottom corner, see picture below. Ja, haben wir schon gemacht. Then and its territory. Animals are born and dense and live in the area around the... ist das jetzt schon wieder das gleiche? Ja, das ist das gleiche. Ich brauche es nicht. ja, gut. Ach, hier sind Statistiken und hier sind leider die Zahlen nicht drin wahrscheinlich, ne? Population density very low. Produce null mutation points. Okay. Ja, leider sind diese Anzeigen nicht korrekt in dem Spiel. Wir sind auch schon 30 Tage unterwegs. Der erste Monat ist rum. Wir haben 370 Punkte oder mehr. Und 17 Häschen laufen hier rum. Und hier
kann ich das und kann die Details da angucken, sehe aber da natürlich nichts, weil auch die Zahlen fehlen. Das ist mal gerade nicht so schön. Ich glaube, das da unten brauchen wir dann auch nicht lesen. Kann ich das Fenster wie schließen? Gar nicht. Mit Escape geht immer alles, ne? Protect, Invade. Wir haben jetzt 600 Punkte. Ne, haben wir nicht. Ich dachte jetzt, weil wir 600 Punkte haben, geht es hier weiter. Ich habe schon alles gelesen. Du brauchst mir nichts mehr vorschlagen. So. Protect. Battle Plan Protection. Ja, Select On, Select All, Fight. Nee, kann ich nicht. Da komme ich auch nicht mit weiter, leider. Invade kann ich auch nicht machen. Ja. Wir haben da oben die Bats, da sehe ich aber gar keine rumflattern. Doch, da ist einer. Ich glaube, deren Population ist jetzt gerade kaputt gleich, wenn der eine da noch weg ist, oder? Hier unten die Igel, die sind ein paar mehr, ne? Hedgehogs. Wir sind aber gerade mit 18 in den roten Zahlen, hätte ich gerade gesagt. Aber jetzt ist gerade 19 geworden, ne? Ist einer mehr. 20, jetzt ist wieder gut. Ja, was soll man hier machen? Das ist die Frage, ne? Ach so, da kann ich hier mit diesen Pfeiltasten das Territory ändern. Okay. Mutation Points, ja, super. Ich habe es disabled jetzt, vielleicht war das richtig. Also wenn wir hier diese Pfeiltasten drücken, ändern wir das Territorium etwas. Und dadurch kommen jetzt zum Beispiel diese zwei hier Felder mit viel Essen rein. Da sind sie aber auch schon außerhalb am Rumlaufen. Wir haben schon 26 Leute, wir brauchen ja 80. Invade, Protect, Select All. Ach, das ist bestimmt, dass man da nur, ja, ich nehme mal ne, Select None. Select All, wie kann ich denn aber? Leider ist das hier kaputt. Ich kann jetzt hier nicht Fight drücken. Select None, Select All und dann Fight. Nee, geht auch nicht. Da kann ich auch nichts machen, ne? Wir haben hier schon zwei Sternchen drüber. Guck mal. Okay. Genome. Okay, Details. Protect, Migrate. Ah, Migrate. Machen wir doch Migrate. Oh, wir können hier jetzt das nächste Territorium raussuchen. Da steht da, I can't migrate to the produced food. Ah, hier gibt es Insekten. Ah, die Hedgehogs haben sie jetzt gerade hier hingegangen. Ah, das ist ja voll doof, ne? Dann gehen wir halt hier oben hin, ne? Und migrate hier oben. Zack. Okay, da können wir dann hier was aussuchen, wo wir wieder nur die Hälfte lesen können. Select None. Migrate. Ich glaube, wir haben jetzt hier nicht alle ausgewählt, weil nicht alle grün sind. Vielleicht ist das die Hälfte, dann machen wir Migrate. Dann gehen die jetzt hier rüber, will ich hoffen, und weiten sich da aus. Hier können wir ja dann noch so ein bisschen mit der Dingens spielen. Der Form. Warte mal, hier überlappen die jetzt noch zusammen. Ja. Ne, da geht es nicht weiter runter. Da ist auch noch weiter hochgegangen, geht noch weiter hoch. Nee, das will ich nicht. Ich will dann doch schon die andere Richtung. Und dann gehe ich mal hier hin und hier könnte ich jetzt schauen, dass vielleicht die Fläche wird da längs und da wird sie dann nicht längs. Ne? Ah, jetzt könnte es sein, dass sie sich nicht überlappen, oder? Ja, da ist sogar eine Reihe zwischen frei. Das ist schon mal nicht schlecht. Invade. Wen soll ich denn invaden jetzt hier? Wahrscheinlich die Hedgehogs, weil die hier bestimmt bei uns rumlaufen schon. Ja, da ist schon einer hier, da. Protect. Select all. Geht nicht. Geht nicht. Kann ich nicht. Okay, das geht leider irgendwie nicht. Move. Was kann ich denn hier moven? Der da. Ja, weiß ich auch nicht, was das Move ist. Oh, die schreien ja wie so. Don't starve the rabbits, ne? Gleicher Klang, oder? Find Dent ist der, ist klar. Und wenn ich das jetzt move, was kann ich denn damit machen? Kann ich den hier hinsetzen? Okay. Geht der jetzt von da weg? Oh. Hier sind so Flecken. Sind die dann tot? Wahrscheinlich, ne?
Wir haben schon 40, aber jetzt sind's nicht genug erstmal, ne? Die Hedgehogs haben sich ausgeweitet, aber hier die Bats nicht auf jeden Fall. Die mutieren nicht oder können nicht vorankommen. 147 Tage sind schon zugange. Komm, wir machen mal jetzt auf Stufe 1. Dann laufen die auch alle ein bisschen schneller. Ach so, das ist wahrscheinlich altersbedingt, dass der schon grau ist. Dann ist er schon alt und stirbt gleich. Gucken wir mal, ob die gleich sterben, ne? Jetzt hat er da, ja, da ist er tot. Alles klar. 41 von 42. Wir haben ja gleich, Migration ist jetzt 900. Das heißt, wir müssen nachher mehr Punkte sammeln, um weiter zu migrieren. Ja, um weiter größer zu werden, ne? So, Protect Invade. Counter-Text wird es, wenn ihr no common food can be adjusted by genes. Ah, also das kann ich nicht machen, weil ich hier erst was machen muss. No dent selected. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist, aber die Hedgehogs haben wahrscheinlich gerade den dritten. Ja, die haben das dritte gemacht. Ja, auf 3. Aber wir haben noch nicht 900 Punkte, aber sind schon nicht mehr weit weg. 50, 60, 70, fast 80, 90 und 900. Hallo, das muss jetzt hier gehen. Ah, geht ja auch. So, und dann gehen wir. Ach, das ist zu weit weg von meinem Original Dent. Okay, das heißt, hier geht's noch, da geht's nicht mehr. Das heißt, hier ist die Grenze. Low grass, berries, fruit tree, insects. Komm, machen wir da ein. Und auch mit der Hälfte der Leute passt auch schon. Die Bats sind jetzt hier. Ah, der ist schon gestorben oder wir haben ihn getötet, weiß ich nicht. Da war auch einer. Da sind auch, die sind doch nicht hier bei uns alle gewesen, oder? Gehen die hier bei uns ins Territorium? Ich glaube nicht, oder? Auf jeden Fall haben wir schon 56 Rabbits von 80, ne? Das ist ja schon mal eine Nummer, oder? So, wir haben das dritte. Jetzt können die ja dann auch noch wachsen, oder? Warte mal, hier können wir ja vielleicht noch mit der Dingens ein bisschen nach da hinten mehr gehen. Ja, das ist schon, na, so geht's quer. Ja, vielleicht machen wir so. Aber Essen wird knapp, oder? Sehe ich das falsch? Hier gibt's ja gar kein Essen. Wir hätten vielleicht mehr nach hier unten expandieren müssen, ne, oder? Dann wird aber, jetzt haben sie da die Fledermäuse hier haben den Dingens, den zweiten gebaut. Wir haben aber den dritten und die Hedgehogs haben natürlich auch drei, ne? Wir können doch hier bestimmt noch Ökosystem gucken oder so, aber da sehen wir leider auch nichts, weil die Zahlen nicht da sind. Da müssen wir auch noch dran arbeiten. Schade. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Das Spiel ist wohl in Java programmiert. Ist ein bisschen schade, aber vielleicht muss ich da noch ein paar Einstellungen finden, die vielleicht dazugehören, dass das besser klappt. Oder irgendeine andere Proton-Version. Müssen wir mal gucken, ne? So, jetzt brauchen wir schon 1200, aber wir rasen hier ziemlich schnell hoch. Jetzt ist die Frage, wo wir hingehen beim nächsten Mal. Essen wird ja hier schon ein bisschen knapp, ne? Also hier gibt es noch ein bisschen und hier gibt es noch ein bisschen. Ja. Aber das ist ja schon alles runtergegessen, ne? Und die Igel sind richtig viele. Ich weiß gar nicht, ist der krank? Geht mit Stützen oder so? Mit Stelzen? Hier ist ein bisschen Konfrontation und hier ist ein bisschen Konfrontation. Invade. Aber kann ich ja wahrscheinlich nicht. No, then select, you can attack species when you have no. Okay, wenn wir jetzt selecten. Ne, kann ich nicht. Also da geht nichts, ne? Hier den attacken oder so. Keine Ahnung. Das funktioniert mit Invasion nicht. Protect. Select all. Kann aber nicht fighten. Keine Ahnung. So, wir haben jetzt die 1200 hier gerade. Und ich würde jetzt mal gucken, dass wir hier geht's nicht hin. Da geht's hin und dann machen wir das mal da. Migrate mit den Leuten.
Und mal schauen. Die haben, ach so, nur drei. Und wir sind jetzt schon bei der vierten. Oh, da oben gibt es eine neue Gattung, Hühner. Und die fressen die uns nicht auf. Okay, aber dann muss es ja diese Punkte irgendwo schon für die Gene geben, ne? Aber hier steht doch noch nichts, oder? Ich kann leider den Text da nicht lesen. Das Pop-up doch da. Not allowed in this map. Ah, wir können nicht mutieren. Nur andere können mutieren, okay. Aber wir sind schon auf einem guten Weg mit 70. Chicken 1 Protection is Territory. Ach so, jetzt wird hier angegriffen, oder was? Kann das sein? Protektorat machen die da raus. Okay, die kommen hier weiter rein. Wie kann ich die denn fight? Jetzt tun wir die Hühner durch die Gegend schmeißen, oder? Hier mit Tomahawk Hawk oder wie das auch immer heißt. Vielleicht kriegen wir sie auf jeden Fall angegriffen. Ah, 2,5 Sterne haben wir geschafft. Geil, oder? Exit to Main Menü. Continue playing. 80 haben wir geschafft. Wir haben auch noch die Dingens angegriffen, die Hühner angegriffen und haben das erste gesehen in dem Spiel. Ich muss mal gucken, dass wir das mit den Zahlen da noch hinkriegen, die da fehlten. Vielleicht haben wir dann eine Chance, weiß ich nicht, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.